Und eine weitere Grenze ist in Sicht. Ein neues Land. Wir lassen Kroatien zumindest vorerst hinter uns und fahren nach Bosnien und Herzegowina. Wir müssen links. Ah, weiß ich nicht, weil es ist ja schon. Fahrräder sind links eingezeichnet, ne? Was? Fahrräder sind links eingezeichnet, sagst du? Ja. Aber ist ja schon irgendwie vordrängeln. Hat aber Autos brauchen weitaus länger als Fahrräder. Sagst du? Was? Ich weiß es auch nicht. Ich war ja noch nie an der Grenze zu Bosnien. Du? Oh, so als Wochenende aus. Echt? Kroaten machen das bestimmt. Was? Na, ein Wochenendausflug nach Bosnien. Hallo. Wir sehen aus. Hi. Die redet ja kein Wort. Oh. Oh. Willkommen in Bosnien. Da vorne ist ein Schild. Aber, naja gut, ist ja auch EU. Aber, nee, ist also, nicht EU. Ja, nicht Bosnien, aber Montenegro. Weil die hat letztens unsere Ausweise nicht mehr wirklich angeguckt. Montenegro ist nicht EU, du meinst Kroatien. Kroatien, ja, meine ich. Was hast du mit den Ländern? Nee, aber in Kroatien, ja, da wollten sie die ja gar nicht sehen. Ja. Ja. Das lag aber nicht daran, dass es EU ist, sondern dass wir so nett aussahen. Die ersten Meter an der bosnischen Küste. Wir sind gespannt, wie viel wir von Bosnien jetzt sehen werden, denn wir werden ganze 10 Kilometer durch Bosnien fahren. Das ist eine extrem lange Strecke, in der man ein Land, glaube ich, extrem gut kennenlernen kann. Deswegen, ich bin gespannt. Absolut. Wirklich sagen, Bosnien-Herzegowina hat uns umgehauen sozusagen. Also wir haben mal wieder eine Unterkunft gefunden, wo wir kostenlos schlafen konnten. Wir haben ein Zimmer bekommen, wir konnten im Bett schlafen. Es war eine super erholsame Nacht. Wir sind abends noch runter an den Strand gegangen und unsere Gastgeber haben uns gesagt, das ist hier alles total günstig. Haben wir zuerst nicht so wirklich geglaubt. Dann sind wir in den ersten Supermarkt gegangen. Ist wirklich alles halb so teuer wie in Kroatien. Wir sind 5 Kilometer von der Grenze entfernt und es ist alles halb so teuer. Das ist verrückt, wie günstig das hier ist im Vergleich zu Kroatien. Und das ist so ein minimales Stück, was nicht zu Kroatien gehört, aber im Grunde genommen wie Kroatien ist. Es ist Strand, Promenade. Es ist im Grunde genommen Urlaub in Kroatien, nur günstiger. Und schon wieder eine Grenze. Ja, gut möglich.
nicht so voll hier an der Grenze. Nein, du kannst ja nicht klopfen. Der hat hier gesagt, was ist das für Kontrolle? Bei ihm hier? Mhm. Ja, etwas, ne? Schade. Schade. Hier sind wir die, die so lange den Stau verursachen. Danke. Nach einer Viertelstunde an der Grenze haben wir es jetzt auch geschafft. Und willkommen nochmal in Kroatien. Wir hatten gerade ein Fahrradreisenden-Gruppentreffen. Wir haben drei Argentinier getroffen. Und als wir dann da standen, kam noch ein Deutscher dazu. Das war richtig schön, sich mit denen zu unterhalten. Mit Leuten, die das Gleiche machen. Sich zu unterhalten, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Welche Tipps sie haben. Und das war richtig schön und interessant. Hier in Dubrovnik auf einem Campingplatz haben wir uns 3 Tage erholt, weil wir eine Lebensmittelvergiftung hatten. Wir haben Milch getrunken, die nicht mehr so ganz gut war, und dann, ja, Lenny musste ins Krankenhaus. Ich habe einen Abend nur auf dem Klo verbracht. War nicht schön, aber jetzt nach 3 Tagen erholen fahren wir wieder los, starten zum 2. Mal in Richtung Montenegro. Wir sind gespannt. Ein Grund, wieso wir jetzt losgefahren sind, ist, es soll hier in den nächsten Tagen regnen, stürmen und gewittern, und da wollen wir ungern auf dem Campingplatz sein.
Grenze nach Montenegro ist erreicht. Ein weiterer großer Schritt. Weißt du, ob wir Reisepass brauchen? Ah. Oh. Da ist das Frontex-Beamte. Okay. No, Veo. Der hat einen Reisepass. Ja. Können wir ja sehen, ne? Hallo. Thank you. Okay, ja, so hat gereicht. Willkommen in Montenegro. Landnummer, weiß ich nicht, habe nicht mitgezählt. 7 oder so? Kann sein. Es regnet. Es nieselt, gut, Wetter ist nicht so super. Weg auf der Linse. Jetzt ist sauber. Ja, Wetter ist nicht so gut, aber dafür ist es halt nicht so warm, nicht so sonnig, nicht so warm, ist auch wieder drum gut. Also ja. Ja. Jetzt geht's weiter Richtung Kotor. Und dann mal gucken. Korrektur, jetzt sind wir in Montenegro. Gerade eben versehentlich den Ausweis auf die Hürde fallen lassen. Was hast du fallen lassen? Ach so! Ja, das wäre suboptimal. Hier sind wir richtig streng. We'll be right back.
in Lennys letzten Tag. Gestern Abend festgestellt, dass wir uns heute Abend schon trennen, dass sich unsere Wege trennen. Dann geht es für mich alleine, beziehungsweise erstmal mit Argentinien, die wir kennengelernt haben, weiter, aber ohne Lenny. Krass, wie schnell die Zeit verging. 6 Wochen so schnell vorbei. Ja. Was hast du dazu? Also in das Video heute Morgen habe ich das dazu gesagt, was du mir jetzt gerade eben gesagt hast. Und was sagst du jetzt dazu? Jetzt sage ich dazu, dass ich immer noch nicht gehen möchte. Dass es krass ist, was für Erfahrungen wir in diesen 6 Wochen alles gemacht haben. Ja. Heftig, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Atemberaubend. Was für Erfahrungen wir auch machen durften. Wie nett die Menschen waren, wie herzlich. Ja, aber alles hat ein Ende, ne? Weiter. Die letzten Meter, die Lenny und ich jetzt noch zusammenfahren. Wir fahren jetzt gerade zum Busbahnhof hier in Kotor und dann werden wir uns verabschieden. Thank you.